Ja, dann die Frage 32 versus 64-Bit, das haben wir eigentlich eben schon durch die Frage von dir war das, glaube ich, oder? Genau, adressiert. Wir würden das jetzt einfach noch mal kurz hier an der Stelle aufgreifen. Also wenn man heute einen Rechner kauft, dann ist das in der Regel ein 64-Bit-System, zumindest wenn ihr jetzt keinen gebrauchten kauft. Und das bedeutet 64-Bit, oder man spricht auch von 64-Bit-Architektur, das hat was damit zu tun, was der Chip, oder das betrifft in der Regel den Chip und die Busarchitektur dahinter. Also was kann der, und wir sprechen jetzt nicht im Detail darüber, wie ein Chip funktioniert, aber grundsätzlich kann der Chip nichts anderes als bestimmte Operationen auf Bits ausführen. Also er kann zum Beispiel Bits irgendwo in den Speicher ablegen, er kann Bits aus dem Speicher wieder rausholen, er kann Bits addieren, ja, er kann Arithmetik, grundlegende, und er kann so ein bisschen Logik. Also sind so, je nach Chip kann er irgendwie so ein paar Grundbefehle ausführen. Das nennt man Maschinensprache nebenbei. Also das ist die Maschinensprache, also ich könnte sozusagen ein Programm schreiben, nur auf Ebene dieser Maschinensprache, in der ich dem Chip sage, nehme Bits irgendwo raus, schreibe sie irgendwo hin, transformiere sie in irgendeiner Art und Weise, ziehe diese Zahl davon ab und so weiter. Und dadurch schreibe ich letztlich Programme. Und das, was wir aber heutzutage machen, ist, wir schreiben nicht auf Ebene dieser Chipsprache, sondern wir schreiben auf einer abstrakteren Ebene, nämlich mit Programmiersprachen wie Java, JavaScript, Python, die uns bis deutlich nähere oder ein deutlich höheres Abstraktionslevel bieten. Und wir müssen nicht diese Low-Level-Bits und Bytes hin und her schieben. Wir rechnen dann eigentlich mit Variablen. Da steht eine Dezimalzahl drin zum Beispiel. Das lernen wir alles noch kennen. Und worauf bezieht sich jetzt diese 64, 32-Bit oder wenn man jetzt ein Nintendo NES-System, was ich noch zu Hause habe, mit dem ich aufgewachsen bin, das sind 8-Bit gewesen, C64 auch, also das sind dann nochmal deutlich weniger. Aber worauf bezieht sich das jetzt? Hatten wir eben schon gesagt, das ist im Wesentlichen die Fähigkeit zum Adressieren und zum Verarbeiten von einer bestimmten Menge an Bits auf einmal. Ja, also wenn ich zum Beispiel 64-Bit auf einmal adressieren kann, dann kann ich viel mehr Speicher ausnutzen, weil ich Dinge direkt aus dem Speicher, 64-Bit ist sehr, sehr viel. Wenn ich nur 32 kann, ist es halt deutlich weniger, was ich adressieren kann. Und ich habe insbesondere dann auch Rechenoperationen, die eben ja, rechenintensiv und datenintensiv sind, die gehen viel, viel schneller vonstatten, weil ich viel, viel schneller diese Daten hin und her schieben kann. Ja, also auch das Kopieren von Daten innerhalb der Architektur geht schneller, wenn ich 64-Bit auf einmal kopieren kann. Also das ist einfach diese Steigerung, die wir sehen. Und wir sind jetzt bei 64-Bit. Das ist eine sehr, sehr große Zahl, also im Sinne von, wie viel Speicher wir adressieren können. Deswegen gibt es im Moment keinen Bedarf, da groß drüber hinauszugehen. Aber bei 32-Bit, da gab es durchaus irgendwann diese Grenze mit diesen bekannten knapp unter 4 Gigabyte, die man eben dann als Limit hatte. Also man hatte Arbeitsspeicher, das kennt ihr, RAM. Der hat sehr viel Einfluss darauf, wie schnell Programme bei euch auf dem Rechner ausgeführt werden können, weil sie eben bei einem großen Arbeitsspeicher komplett im Arbeitsspeicher gehalten werden können. Und der Arbeitsspeicher ist sehr schnell. Im Vergleich dazu eine Festplatte oder eine SSD, die ist deutlich langsamer als der Arbeitsspeicher. Deswegen ist das Ziel eigentlich immer, alles im Arbeitsspeicher zu haben, um möglichst schnell arbeiten zu können. Und wenn der Arbeitsspeicher aber sehr begrenzt ist und die Programme immer größer werden, dann stößt man da irgendwo an Grenzen. Und 64-Bit löst eigentlich diese Grenze für uns heute zum größten Teil auf, weil eigentlich mit 64-Bit können wir so viel RAM adressieren, wie wir in so einen Rechner auch reinstecken können. Also das ist dann letztlich erstmal noch oben offen. Man kann sich ausrechnen, wie viel das ist. Ich weiß es gerade nicht, aber es ist sehr viel. Genau, das ist einfach das, was man damit meint. Es ist also nicht nur irgendwie eine Speicherkapazität, sondern es ist viel mehr. Es ist die grundlegende Arbeitsweise dieses Chips, wie viele Bits kann der auf einmal verarbeiten. Und dieser Sprung mal zwei klingt vielleicht erstmal irgendwie so, ja gut, der kann doppelt so viel, das ist aber nicht der Fall, der kann viele Potenzen viel mehr, also um viele Potenzen mehr. Ja, weil man, das sind jeweils, jedes Bit ist im Prinzip eine Zweierpotenz, wenn man so will. Genau, das ist eigentlich genau das, was wir hier sozusagen, worauf diese Aufgabe abzielt. Was bedeutet das in der Praxis eben enorm, enorm viel, weil wir damit eben viel, viel mehr machen können.